Dann steigen wir jetzt in die Tagesordnung ein mit Tagesordnungspunkt 50, Entschließungsantrag der Fraktion CDU Bündnis 90 Die Grünen, die besten Schulen mit an den Orten mit den größten Herausforderungen. Und als erstes hat sich der Abgeordnete May zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Unsere Schulen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Wir müssen mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit verwirklichen, damit der Bildungserfolg der Kinder vom sozialen Hintergrund der Eltern entkoppelt wird. Klar ist dabei, es macht einen Unterschied, ob eine Schule in einem ländlichen Umfeld oder ob sie im Ballungsraum liegt. Es macht einen Unterschied, ob die Eltern der Schülerinnen und Schüler im höheren Maße als der Durchschnitt arbeitslos sind. Oder es macht auch einen Unterschied, wie hoch das durchschnittliche Einkommen der Eltern ist, ob dies beispielsweise signifikant höher oder niedriger als der Durchschnitt ist. Es ist also offensichtlich, die Herausforderungen, denen sich Schulen des gleichen Schultyps an ganz unterschiedlichen Orten zuwenden müssen, sind sehr unterschiedlich. Gleichzeitig sei hier auch eins klargestellt. Der in unserer Initiative heute verwendete Begriff der Schulen mit besonderen Herausforderungen geht noch darüber hinaus. Neben den Herausforderungen, die sich aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld einer Schule erklären, gibt es weitere Fragen, gibt es Fragen dieser Gesellschaft, die sich in Schule fokussieren, für diese Fragen Schule wie ein Brennglas wirkt. Das betrifft die Frage der größeren Nachfrage nach Ganztagsbetreuung, das betrifft die Integration von Flüchtlingen, die vor Krieg, Terror und Gewalt geflohen sind. Das betrifft auch den Wandel der Gesellschaft hin zu Inklusion, so wie wir in der Schule ein inklusives Schulsystem verwirklichen wollen, in dem Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam die Schule besuchen können. All das gelingt nicht von allein. Und deswegen haben wir als Koalition aus CDU und Grünen bereits die Rahmenbedingungen der Schulen in all diesen Bereichen verbessert und wollen dies weiter tun. Für diese Wahlperiode aber haben wir uns noch mehr vorgenommen, nämlich eine Umkehrung der Sichtweise, und legen Ihnen deswegen heute diesen Antrag vor. Anstatt dass man Schulen, die sich sehr großen Herausforderungen gegenübersehen, als defizitär wahrnimmt, wollen wir, dass gerade diese Schulen als die besten Schulen unseres Bundeslandes wahrgenommen werden, und zwar gerade, weil sie diese Herausforderungen annehmen können. Und damit das gelingt, hinterlegen wir dazu konkrete Maßnahmen mit Ressourcen, die ich im Folgenden auszugsweise darstellen will. Ziel ist, dass auch dort, wo die Bedingungen schwieriger sind, die individuellen Talente und Stärken eines jeden Kindes gefördert werden. Wir wissen, dass sich die Anforderungen an Schule massiv gewandelt haben. Neben dem Kerngeschäft des Unterrichts sehen sich unsere Lehrkräfte tagtäglich einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber. Um Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft des guten Unterrichts verstärkt konzentrieren können, haben wir als CDU-Grünen-Koalition die Mittel für professionelle Teams bereits gestärkt. Diesen Weg werden wir weitergehen und unser Engagement hier noch einmal ausbauen und dabei die Schulen an den Orten mit besonderen Herausforderungen besonders berücksichtigen. Durch 700 speziell dafür eingestellte Fachkräfte haben wir erstmals die sozialpädagogische Unterstützung an unseren Schulen systematisch mit Landesgeldern ausgebaut. Diesen Einsatz werden wir weiter ausbauen. Und ganz konkret heißt das, künftig erhält jede Grundschule mit überdurchschnittlich hoher Anzahl an Schülerinnen und Schülern oder mit hohem Anteil an Schülerinnen und Schülern in der inklusiven Beschulung eine ganze Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft zugewiesen. An den weiterführenden Schulen erhalten alle Schulen mit dem Bildungsgang Haupt- und Realschule mindestens eine Stelle. Der Ausbau multiprofessioneller Teams wird also von dieser Koalition weiter vorangetrieben und mit weiteren Mitteln unterstützt. Damit entlasten wir ganz konkret Lehrerinnen und Lehrer und fördern besonders herausgeforderte Schulen. Ein weiterer Baustein ist die Weiterentwicklung der indizierten Lehrerzuweisungen, also das Gewähren von zusätzlichen Stellen an besonders herausgeforderte Schulen.
Wir, die Koalition aus CDU und Grünen, haben diese bereits in der letzten Wahlperiode ausgebaut und zusätzlich eine Integrationskomponente eingeführt. Insgesamt stehen jetzt rund 700 Stellen für dieses Instrument zur Verfügung. Ich denke, das war eine große Kraftanstrengung. Ich bin sehr froh, dass wir auch hier dieses Instrument weiter stärken wollen. Wir werden beide Instrumente zusammenfassen und dabei die Schulen an den Orten mit den besonderen Herausforderungen besonders berücksichtigen. Ziel ist, durch den Sozial- und Integrationsindex Schulen noch passgenauer als bislang zu unterstützen, deren Schülerinnen und Schüler in überdurchschnittlich hohem Maße aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Elternhäusern kommen. Wir werden zudem das Modell der Zuweisung so modifizieren, dass die besondere Zuweisung auch spürbar ist. Das heißt ganz konkret, die Mindestzuweisung für Schulen, die vom Sozialen Integrationsindex profitieren, soll mindestens eine Viertelstelle für Grundschulen und mindestens eine halbe Stelle für weiterführende Schulen beantragen. Auch das ist, denke ich, eine Maßnahme, mit der wir ganz konkret Lehrerinnen und Lehrer entlasten und die besonders herausgeforderten Schulen fördern. Eine weitere Herausforderung ist im Bereich der Inklusion zu sehen. Mit den inklusiven Schulbündnissen haben wir bereits den Weg eingeschlagen, den Prozess der Inklusion zu erden. Gleichwohl sehen wir hier noch weiteren Handlungsbedarf. Dazu gehört auch, dass wir im Bereich der Inklusion die Lehrer- und Lehrerinnen-Teams vielfältig aufstellen und dafür sorgen, dass Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer fest in den Kollegien verankert sind. Das heißt jetzt nicht, dass diese nicht mehr im Rahmen ihrer Stammschule an dem dortigen professionellen Austausch und der Fortbildungsplanung teilhaben sollen. Das wäre jetzt ein Missverständnis, sondern hierfür werden wir Deputatstunden zur Verfügung stellen. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass wir eine klare Verortung der Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer, die in der Inklusion tätig sind, in den Kollegien der Regelschulen brauchen. Ganz konkret heißt das, wir werden Grundzuweisungen zur Entlastung der Schulen festlegen, die besonders von Inklusion betroffen sind. Beispielsweise haben wir im Koalitionsvertrag beschrieben, dass an einer Grundschule pro 250 Schülerinnen und Schüler mindestens eine Förderpädagogenstelle fest zugewiesen werden soll, und zwar als Teil des Kollegiums der Grundschule. Natürlich werden wir über diese Grundzuweisung hinaus weitere Ressourcen für den inklusiven Unterricht zur Verfügung stellen und über die inklusiven Schulbündnisse verteilen. Dabei können dann auch die Schulen mit Grundzuweisung eine weitere Zuweisung erhalten. Und auch hiermit entlasten wir ganz konkret Lehrerinnen und Lehrer und fördern besonders herausgeforderte Schulen. Ein weiterer Bestandteil unseres Maßnahmenpakets ist es, dass wir Initiativen wie Praxis und Schule fortführen und weiterentwickeln wollen, um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ohne Abschluss die Schule verlassen, noch weiter zu senken. Denn Ziel muss es sein, möglichst alle Schülerinnen und Schüler zu einem Schulabschluss zu führen. Auch diese Abschlussinitiativen entlasten die Lehrerinnen und Lehrer und sorgen für mehr Bildungsgerechtigkeit. Ein weiteres Vorhaben in diesem Kontext ist, dass die bei den staatlichen Schulämtern bisher verorteten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen künftig an den Schulen direkt integriert werden. Auch dies dient der Stärkung der Multiprofessionalität an unseren Schulen und dient der Entlastung besonders herausgeforderter Schulen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Maßnahmenpaket werden wir die sozial initiierte Lehrerzuweisung stärken und für Schulen mit besonderen Herausforderungen besonders fokussieren. Wir werden die multiprofessionellen Teams durch mehr sozialpädagogische Fachkräfte ausbauen. Wir werden im Bereich der Inklusion durch die feste Zuordnung von Förderschullehrkräften durch Grundzuweisung für Entlastung sorgen. Wir tun das mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, möglichst keine Schülerin, keinen Schüler ohne Abschluss zurückzulassen, ganz unabhängig davon, wo er oder sie herkommt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist das heute vorgestellte Maßnahmenpaket ein wichtiger Baustein, ganz klar kein Schlussstein, aber ein wichtiger Baustein, um unsere Schulen zu entlasten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. May. Als nächstes hat sich der Abg. Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet.
Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat haben sich die Anforderungen an unseren Schulen, an unsere Lehrkräfte die letzten Jahre massiv verändert. Das hat der Kollege May durchaus richtig ausgeführt. Und genau deshalb ist es dringend notwendig an der Zeit, dass die Lehrkräftebildung in Hessen reformiert wird. Dazu gab es seit 2011 keine Änderung. Dazu werden wir hier am Mittwoch auch reden. Meine Damen und Herren, die Überschrift des Antrags ist nicht unbedingt sonderlich kreativ. Sie entstammt Seite 41 des Grünen Wahlprogramms. Und damit ist auch schon klar, worum es hier geht. Um eine reine Ankündigungsrhetorik ohne jegliche Substanz, meine Damen und Herren. Einerseits haben wir große Passagen von Selbstbeweihräucherung. Da geht es eigentlich um die vergangene Wahlperiode. Und andererseits bekommen wir einen vagen Ausblick auf die Zukunft, ohne wirklich irgendeine konkrete Aussage, ohne irgendeine haushaltsrelevante Aussage. Hätten Sie ja wenigstens mit dem Nachtragshaushalt etwas verbunden, hätte ich das heute noch nachvollziehen können, meine Damen und Herren. Aber gerade wenn die Schlaumeier, die sonst immer mit auf andere zeigen und sagen, sie hätten keine Konzepte und würden nichts mit finanziellen Mitteln hinterlegen, meine Damen und Herren, wenn wir das heute hier hören, ist das alles andere als glaubwürdig, meine Damen und Herren. Und zumal mit dem Antrag den Schulen versprochen wird, das ist Punkt 5, dass sie neue Förderpädagogen bekommen. Meine Damen und Herren, die wird es auf absehbare Zeit überhaupt nicht geben. Wenn man so einen Antrag liest, könnte man fast meinen, es gebe weder Lehrermangel noch Unterrichtsausfall in Hessen. Ich will einmal daran erinnern, wir haben schon heute landesweit im Bereich Förderschulpädagogen eine Vakanz von 2,2 % nicht besetzte Stellen. Redet man gar nicht einmal davon, dass nur 76 % der Pädagogen oder der Lehrkräfte dort überhaupt eine entsprechende Ausbildung haben, meine Damen und Herren. Das muss sich dringend ändern, und vorher sollten Sie sich mit solchen Versprechungen zurückhalten. Wir brauchen endlich eine vorausschauende Lehrkräftebedarfsplanung. Das wäre einmal ein Antrag wert, den wir auch gerne unterstützen würden, meine Damen und Herren. Denn da haben Sie die letzten Jahre wirklich geschlafen. Und Gleiches gilt für die sozialpädagogischen Fachkräfte. Alleine im Kreis Groß-Gerau, das hat eine Anfrage ergeben, war Ende April von den Kraftanstrengungen, Herr May, die Sie nennen, von den geschaffenen UBUS-Stellen, gerade einmal 2 Drittel besetzt, 1 Drittel noch längst unbesetzt, weil Sie auch hier überhaupt nicht die Fachkräfte ausgebildet haben, die Sie dafür dringend brauchen. Auch hier fehlt die Bedarfsplanung, meine Damen und Herren. Es ist ja auch nicht so, dass wir Sie da gewarnt hätten. Schon in 2016 hatte die SPD-Fraktion hier einen Antrag eingebracht. Der damalige Minister für Wissenschaft und Kunst meinte aber, dass er hier hat sich geweigert, irgendwie auf die Hochschulen Einfluss zu nehmen, auf die Hochschulautonomie verwiesen. Das End vom Lied ist jetzt, dass wir heute auch dort einen Riesenmangel haben, meine Damen und Herren. Ich freue mich aber, dass immerhin die Regierungsfraktionen anerkennen, was der Kultusminister seit Jahren leugnet, nämlich dass eben die Anforderungen sich verändert haben, gerade im erzieherischen Bereich. Und allein das ist ja ein Grund für die vielen Überlastungsanzeigen, die wir immer Jahr für Jahr, Woche für Woche bekommen, weil die Lehrkräfte sich diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen fühlen. Und wenn diese Lehrkräfte sich an den Kultusminister wenden, dann bekommen sie die Antwort, na ja, eigentlich haben wir hier tolle Mittelwerte, wir haben eine tolle Unterrichtsversorgung, aber auf die tatsächlichen Bedingungen an der Schule, die gerade eingefordert wurden, auf die geht der Minister mit seinen Antworten, wenn er überhaupt antwortet, gar nicht ein, meine Damen und Herren. Erst vor kurzem in der entsprechenden Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses haben wir Sozialdemokraten den Fall einer Förderschule thematisiert, wo tageweise wirklich Unterricht ausgefallen ist. Ich will Ihnen sagen, das ist für die Eltern solcher Kinder mit Behinderung nicht einfach, mal von heute auf morgen eine Betreuung zu finden. Und es waren Eltern da, es waren Lehrkräfte zu Gast, die hören wollten, wie das im Landtag hier besprochen wird. Und was macht der Kultusminister auf diesen Hilferuf von der Schule? Er sagt, die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sei aktuell mit 176 % in Relation zur Grundunterrichtsversorgung mit Unterrichtsstunden sehr versorgt, meine Damen und Herren, so im Wortlaut. Die anwesenden Vertreter der Schule waren schier fassungslos, weil man so nicht mit Schulen umgehen kann, meine Damen und Herren, mit statistischen Mittelwerten. Und genau deshalb ist es so richtig, heute darüber zu reden, was Schulen wirklich brauchen, meine Damen und Herren. Gemessen an den Herausforderungen vor 30 Jahren liegen die Anforderungen an Lehrkräfte eben deutlich über den 100 oder 105 %. Mit Zahlen zu rechnen und zu argumentieren, die längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, ist einfach nicht zeitgemäß. Wir brauchen neue Lösungen. Wir müssen einzelne Schulen eben in den Blick nehmen. Und genau deswegen ist es richtig, jawohl,
dass die Lehrkräftezuweisung sich viel mehr an der Schülerschaft einer Schule ausrichtet. Wir haben mit dem Sozialindex dazu einen ersten richtigen Ansatz, meine Damen und Herren. Aber auch wir haben schon vor 2 Jahren thematisiert, dass dieser Sozialindex sich nicht nur oder nicht unter anderem an den Einfamilienhäusern in einer Kommune ausrichten darf. Meine Damen. Er muss sich schulscharf an den Schülerinnen und Schülern einer Schule ausrichten. Und auch dazu sagen Sie nur, Herr May, die Kriterien sollen überarbeitet werden. Wie Sie das machen wollen, wie die Kriterien aussehen werden, dazu sagen Sie kein Wort. Und auch richtig ist natürlich, viel mehr auf Multiprofessionalität, auf mehrere Professionen in der Schule zu setzen, aber doch bitte ohne Doppelstrukturen zu schaffen. Und anstatt dass Sie die Schulsozialarbeit, die schon von kommunalen Trägern gemacht wird, unterstützen und ausbauen aus einer Hand, schaffen Sie Parallelstrukturen mit den UBUS-Kräften. Die sind nicht falsch, aber trotzdem ginge das auch mit viel weniger Koordinationsaufwand, meine Damen und Herren. Und ansonsten habe ich gehört, außer dass jetzt der Sozialindex mit dem Integrationsindex zusammengelegt wird, also 1 plus 1, kommt da offenbar mehr bei raus. Was das bringt, habe ich noch nicht verstanden. Es ist schön, wenn es aus einer Hand kommt, aber 1 plus 1 ergibt lange noch nicht 3, meine Damen und Herren. Und gerade wenn es um Stellenpolitik geht, sind nun mal gerade CDU und GRÜNE, meine Damen und Herren, nicht die, die sich ja die letzten Jahre wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Ich will ein paar Beispiele nennen. Wer hat denn die Differenzierungszulage an Grundschulen gekürzt? Die Zulage, die genau dafür sorgen soll, dass Schulen flexibel auf die Herausforderungen vor Ort reagieren können, meine Damen und Herren. Waren das nicht CDU und GRÜNE mit 140 Stellen? Jawohl, das waren CDU und GRÜNE. Wer hat die Lehrerzuweisung in der Einführungsphase der Oberstufen gekürzt? Rund 160 Stellen. Das waren CDU und GRÜNE, meine Damen und Herren. Gerade in der Einführungsphase, wo junge Leute aus verschiedenen Schulformen, von Gesamtschulen, von Realschulen, von Gymnasien zusammenkommen, um sich auf dieses neue System der Oberstufe dort zurechtzufinden, dort haben Sie Stellen gekürzt, meine Damen und Herren. Und wer hat denn die Lehrerzuweisung für die Intensivklassen runtergesetzt? Von mal 25 Lehrerstunden pro Klasse auf heute 22 an weiterführenden Schulen oder 18 an Grundschulen, meine Damen und Herren. Das waren CDU und GRÜNE in der letzten Wahlperiode, die diese Zuweisungen geändert haben. Und ich bin der FDP dankbar, dass heute noch ein Antrag zur Berufseinstiegsbegleitung auf dem Tisch lag, weil genau das ein richtiges Instrument auch ist, um junge Leute auf dem Weg zur Ausbildung in den Beruf zu begleiten. Weil nicht alle die Alltagskompetenzen mitbringen, die man dafür braucht, und einfach erkennen, auf was sie sich da, was da wichtig ist bei, und die begleiten. Diese Maßnahmen laufen aus, weil die Landesregierung, weil CDU und GRÜNE nicht bereit sind, diese bisher durch ESF-Mittel finanzierten Maßnahmen weiter zu finanzieren, meine Damen und Herren. Da sind sie nicht bereit zu. Und wer hat denn die Schulsozialarbeit? Das wissen vielleicht gar nicht alle, aber das Land Hessen war einmal an echter Schulsozialarbeit beteiligt. Wer hat denn diese Schulsozialarbeit gestrichen und eingestampft in Hessen, meine Damen und Herren? Das waren CDU und GRÜNE in der letzten Wahlperiode. Das haben Sie gemacht. Am Ende läuft das alles wie bei Starke Heimat Hessen. Sie nehmen dem Nachbarn die Sau weg, geben ihm ein Pfund Gehacktes zurück, und am Ende sollen alle dankbar sein und für die Wohltaten der Landesregierung dankbar sein, meine Damen und Herren. Und wenn ich noch einmal auf die Schulsozialarbeit eingehen kann, ich sage es, die sind nicht falsch. Aber wenn am Ende eine Berufsschule eine Viertelstelle sozialpädagogische Fachkraft bekommt, was soll man denn damit anfangen, meine Damen und Herren? Das ist doch am Ende, alles geht es doch darum, vor allem sich schön in die Öffentlichkeit darzustellen. Aber damit kann man nun wirklich nicht viel anfangen, meine Damen und Herren. Und hören Sie doch bitte auf, das passiert im Antrag ja schon wieder, zu erzählen, das Land beteilige sich an Schulsozialarbeit. Das, was dort passiert, ist eine wichtige Aufgabe. Aber es ist keine Schulsozialarbeit. Das hat der Kultusminister oft genug auf unsere Anfragen gesagt. Er sagt unter anderem, das heißt, die UBUS-Fachkräfte arbeiten nah am Unterricht, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter nicht so nah am Unterricht. Sie beteiligen sich mit keinem Cent mehr an Schulsozialarbeit, meine Damen und Herren. Das muss sich dringend ändern. Deswegen, wir wollen einen echten Sozialindex, der weit über 1% der Stellen hinausgeht und der wirklich schulscharf organisiert ist. Und wir wollen Schulsozialarbeit, echte Schulsozialarbeit unterstützen, wie das Rheinland-Pfalz mit einer Förderpauschale macht. Das wären richtige Maßnahmen für wirklich bessere Bedingungen bei den Schulen, die es am besten brauchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Abg. Degen. Als nächstes hat sich der Abg. Kahn von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorgelegte Entschließungsantrag bedient sich in seiner Überschrift „Beste Schulen an die größten Herausforderungen“ einer positiv konnotierten rhetorischen Figur, nämlich eines Euphemismus. Tatsächlich gemeint ist indessen, es gibt immer mehr Brennpunktschulen mit immer mehr erdrückenden Problemen, deren spezifische Ursachen nicht allein im schulischen Bereich zu suchen sind. Was an den Schulen ankommt, ist Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Es sind Entwicklungen, die wir, wie wir alle wissen, nicht immer zum Besten geführt haben, meine Damen und Herren. Immerhin erkennt die Landesregierung an, dass sich die Anforderungen an den Lehrerberuf in den vergangenen Jahren verändert haben. Allerdings der große Wurf ist den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit ihrem Entschließungsantrag nicht gelungen. Manches ist bereits an unseren Schulen umgesetzt, wie etwa die Maßnahme der UBUS-Kräfte an den Grundschulen. Auch nicht gerade neu ist der Hinweis auf die Notwendigkeit multiprofessioneller Teams, der aber in seiner Konsequenz unterrichtliche Voraussetzungen außen vor lässt. Denn ein Co-Teaching erfordert entsprechende Konzepte und Ressourcen. Diese Konzepte fehlen in diesem Antrag. Davon ist in diesem Antrag eher von Allgemeinplätzen zu sehen. Ihm fehlt die Substanz. Dies gilt ebenso für die fehlende Benennung konkreter Ursachen, wie sich bei manch vorhandener Fehlentwicklung geradezu Lösungen aufdrängen, meine Damen und Herren. Die Antragsteller unterliegen dem Trugschluss, es sei mit der Behebung von Symptomen bereits getan. Wer Ursachenforschung betreibt, erkennt allein vor dem sozialen Hintergrund gravierende Probleme an unseren Schulen. In vielen Fällen sind diese bereits vor der Einschulung von Schülerinnen und Schülern zu erkennen, nämlich in ihrem familiären und soziokulturellen Umfeld, deren Auswirkungen in der Schulzeit oft sogar noch verstärkt werden. Öffnen wir daher unsere Augen für eine seit Jahren deutlich erkennbare Brüchigkeit von Lebensentwürfen, von Familie und Ehe, von kulturellen Werten überhaupt, an denen bedauerlicherweise so manche politische Stricknadel weniger segensreich wirkte und wirkt, meine Damen und Herren. 700 Sozialpädagogen sollen nun richten, was in Jahren zuvor in der Bildungspolitik und auch in der Familienpolitik fehlgelaufen ist. Obwohl nach Artikel 6 des Grundgesetzes die Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst die ihnen obliegende Pflicht ist, macht eine verhängnisvolle, seit Jahrzehnten andauernde Entwicklung in Familie und Schule eines deutlich. Der ursprüngliche Erziehungsauftrag wird vermehrt an Kindergärten und Schulen übertragen. Damit ist man in der Tat überfordert, meine Damen und Herren. Mehr Sozialpädagogen sollen nun die auffälligen Verhaltensweisen unserer Kids beheben. Wieso verliert der Antrag kein Wort darüber, mit welchem Konzept man das eigentlich angehen will? Überdies, welche Schulen sind mit der etwas irreführenden Überschrift „Beste Schulen“ eigentlich gemeint? Gehören die hessischen Schulen überhaupt zu dieser Kategorie? Ein nüchterner Blick über unseren Tellerrand, etwa nach Bremen, nach Hamburg oder Berlin, zeigt uns, wohin eine Bildungspolitik für Schulen führen kann. Mich stört ein wenig, dass sich unsere Schulen eines Tages zu reinen Betreuungsschulen entwickeln können, meine Damen und Herren. Wir stellen fest, die Probleme in Bildung und Erziehung sind überall gleich groß, und zwar in allen Schulformen, leider auch in Hessen. Wird nun alles besser mit neu einzustellenden Sozialpädagogen? Nein, nur so viel. Hoffentlich sind wenigstens diese in ihrer psychosozial orientierten Therapiearbeit entsprechend erfolgreich
um die vorhandenen Probleme wenigstens zu schmälern. Damit wäre schon etwas gewonnen. Meine Damen und Herren, zu dem Punkt 1 des Antrags möchte ich noch besonders eingehen. Wir empfehlen der Landesregierung, sich für eine viel breitere und wirkungsvollere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Familien einzusetzen, insbesondere für Frauen. Zusätzlich sollten Voraussetzungen geschaffen werden, dass Mütter nicht wenige Wochen nach der Geburt ihrer Kinder in ihren Beruf zurückstreben müssen. Nur die wenigsten Familien können noch mit einem Erwerbseinkommen auskommen. Diese unhaltbaren Verhältnisse zwingen dazu, dass sehr früh Kinder, und zwar in frühem Alter, bereits in die Obhut des Staates gegeben werden. Eine staatliche Verwahrung wiederum führt zu hohen Kosten für alle. Dabei wird in Kauf genommen, wie familiäre Bindungen, familiäre Geborgenheit oder die Vermittlung von Werten im wahrsten Sinne des Wortes stiefmütterlich behandelt werden. Nur nebenbei, auch die kontinuierlich zunehmende Verrohung mancher Jugendlicher hat in fehlender familiärer Fürsorge eine ihrer Ursachen, meine Damen und Herren. Hinzu kommen massive Probleme vieler Kinder aus benachteiligten und bildungsfernen Familien. Selbst bei deren Eltern hat offenbar unser Bildungssystem versagt. Es darf und muss deshalb auch zusätzlich ausgesprochen werden dürfen, dass selbst ein hoher Migrantenanteil, wie er bereits jetzt an den Grundschulen feststellbar ist, die Probleme nicht minder macht, sondern um ein Vielfaches verschärft. Bildungsferne sowie ein anderer kultureller Hintergrund werden mit unserer westlichen Lebenswelt konfrontiert. Viel zu oft wird dabei eine geglückte Integration behindert. Zu vorhandenen Problemen gesellt sich mancherorts eine um jeden Preis betriebene Inklusion mit allen ihren beklagenswerten negativen Begleiterscheinungen. Deshalb ist festzustellen, eine überfordernde und derzeit übereilte Inklusion an Regelschulen führt zu zusätzlichen Problemen, allein weil die sächlichen und die personellen Voraussetzungen dafür noch nicht gegeben sind, meine Damen und Herren. Auf Punkt 2 des Antrags einzugehen, kann hier unterbleiben. Nach meinem Dafürhalten passt hier nicht her. Diese Stellschraube kann man an einer anderen Stelle drehen. Unter Punkt 3 heißt es, dass sich das Land zur Stärkung multiprofessioneller Teams mit insgesamt 700 Stellen für Sozialpädagogen beteiligt. Noch einmal, es ist nicht ausreichend, wenn man reichlich vollmundig von multiprofessionellen Teams spricht, ohne ein entsprechendes Konzept vorzulegen. Was heißt übrigens beteiligen? Will man diese 700 Sozialpädagogen nun einstellen oder nicht? Reichen die denn überhaupt für alle unsere Schulen? Und noch ein Wort zu den Schulpsychologen. Sie können allenfalls nur flexibel eingesetzt werden, jedoch ganz bestimmt nicht an einer bestimmten Schule. Zum Antrag der Fraktionen ist grundsätzlich anzumerken, der Schwerpunkt einer jeden Schule muss und soll auf dem Bildungsauftrag liegen, nicht auf einem überbordenden Erziehungsauftrag. Wohlfühlpädagogik gibt es schon genug. Die Vermittlung gründlichen Wissens und tiefer Kenntnisse führt dagegen viel zu oft ein Schattendasein an unseren Schulen. Alarmierende Schülerergebnisse, etwa in Deutsch oder Mathematik, sprechen für sich. Dabei müssen unsere Schulen Orte des Lehrens und Lernens sein. Eine wie immer ausgeprägte psychosoziale Betreuung gehört in andere Hände. Die Vermeidung vorhandener Probleme, insbesondere an Grund-, Haupt- und Realschulen inklusive Gesamtschulen, sind wirkungsvoller zu erzielen, wenn stattdessen mehr qualifizierte Lehrkräfte eingestellt werden, und zwar mit beiden Staatsexamina, also keine Quereinsteiger, auch keine Nichtqualifizierten. Damit beispielsweise könnte man
wirklich qualifizierten Unterricht, und zwar in all den benötigten Fächern, nämlich beispielsweise in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften erteilen. Das kann beispielsweise nur mit qualifizierten Lehrkräften passieren. Und, meine Damen und Herren, zu guter Letzt, die Klassenfrequenzen müssen entsprechend in allen Schulformen gesenkt werden. Hier sind übrigens unsere Steuergelder besser angelegt, wenn wir hier für deren Nachwuchs sorgen. Das wäre jetzt eine Punktlandung, aber ein Satz noch. Ja, ich komme zum Schluss. Mit Ihrem Entschließungsantrag bringen die beiden Fraktionen ihre politischen Auffassungen zum Ausdruck. Rechtsverbindlichen Charakter haben sie nicht. Der Antrag entbehrt jedenfalls nicht einer bestimmten Komik. Normalerweise fordern Entschließungsanträge Regierungen dazu auf, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen. Aber offensichtlich scheint der Landesregierung das stark belichtete Eigenlob, das stark belichtete Selbstlob noch nicht zu reichen. Und sie versuchen kurz vor der Sommerpause hier noch unter dem Hohen Haus ein wenig mehr Klaköre zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kahnt. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Kula von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man die Rede der AfD gerade gehört hat, könnte man fast meinen, die AfD müsste jetzt für die Erhöhung des Mindestlohns sein und für die Umverteilung von Reproduktionsarbeit hin zu Männern. Aber ich glaube, diese Vernunft können wir da nicht erwarten. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis oder im Fall der schwarz-grünen Landesregierung schreibt man mal Entschließungsanträge zur Selbstbeweihräucherung, die keinerlei Auswirkung haben. Sie haben hier mit diesem Antrag den Versuch unternommen, alle Themen, bei denen Sie in den vergangenen Monaten unter Druck geraten sind, auf nicht einmal zwei Seiten abzufrühstücken. Das wird Ihnen aber auf die Füße fallen, denn mit diesem Ankündigungspamphlet haben Sie eine ganz dünne Soße angerührt. Anstatt sich wirklich tiefergehend mit den einzelnen Themenkomplexen auseinanderzusetzen und Kritik von Menschen aus der Praxis und Interessenvertretungen ernst zu nehmen, loben Sie mal wieder nur Ihre eigene Regierungspolitik und wirken dabei doch sehr abgehoben. Schaut man sich die einzelnen Themen an, die hier abgeräumt werden sollen, so kann man nur mit dem Kopf schütteln. Zwar gesteht der Antrag zu, dass sich die Bedingungen, unter denen Lehrkräfte an den Schulen arbeiten, in den letzten Jahrzehnten gewandelt haben und Sie Herausforderungen wie Inklusion und Integration bewältigen müssen, wofür Sie Unterstützung brauchen. Das erkennen Sie ja scheinbar. Der von tausenden Lehrkräften 2018 unterzeichnete Brandbrief an das Kultusministerium brachte schon den dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck. Getan wurde seitdem aber überhaupt nichts. Die leidliche Entwicklung scheint auch in dieser Legislatur weiterzugehen. Erstaunlich ist, dass der vorliegende Antrag, die im Zuge der Digitalisierung, die wir auch morgen noch diskutieren wollen oder vielleicht auch noch heute, auf die Lehrkräfte zukommenden Mehraufgaben überhaupt nicht benennt. Und auch in dem noch zu diskutierenden Gesetzentwurf kommt da keine Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer durch pädagogische Rahmenkonzepte. Das ist alles viel zu wenig. Vielleicht sollten Sie die Berichte aus den Kollegien ernst nehmen, statt sie herunterzuspielen oder sogar anzuzweifeln. Aber nun zu den inhaltlichen Aussagen Ihres Antrags. Besonders gewundert hat mich die Feststellung, es gäbe an hessischen Schulen tatsächlich schon multiprofessionelle Teams, welche die Lehrkräfte entlasten würden, bestehend aus Schulsozialarbeitern und Arbeitern, sozialpädagogischen Fachkräften und Förderschulpädagoginnen und Pädagogen. Allgemeinhin versteht man aber unter multiprofessionellen Teams, dass diese in Klassenverbänden oder eben in Jahrgangsverbänden arbeiten. Wo Sie die flächendeckend an hessischen Schulen eingeführt haben wollen, ist mir vollkommen schleierhaft. Ich befürchte aber, dass Sie mit multiprofessionellen Teams eher das meinen, was Sie weiter unten ausfüllen. Der Kollege Degen hat es ja schon gesagt. Sie wollen Haupt- und Realschulen in Zukunft jeweils eine Sozialpädagogin bzw. einen Sozialpädagogen zuweisen. Wo diese Fachkräfte eigentlich herkommen sollen, beantworten Sie aber nicht. Schließlich müssen diese ja oft genug von den herkömmlichen Schulsozialarbeit abgeworben werden. Und das liest sich dann eben nicht mehr so schön, liebes Schwarz-Grün. An den Grundschulen soll nun eine Sozialpädagogin Stelle bekommen,
wenn sie entweder eine hohe Zahl an inklusiv zu beschulenden Kindern oder eine überdurchschnittliche hohe Schülerzahl aufweist. Also was das genau heißen soll, überdurchschnittliche hohe Schülerzahl, das fragt sich dann doch noch. Außerdem soll an Grundschulen mit einer entsprechend hohen Schülerinnenzahl eine förderpädagogische Stelle eingerichtet werden. Eine Stelle an einer Schule, es wurde ja gerade schon gesagt, im schlimmsten Fall ist es dann sogar nur eine Viertelstelle. Wer das ein multiprofessionelles Team nennt, der redet sich die Situation schön und scheint sich außerdem von dem Gedanken verabschiedet zu haben, zukünftig wirklich multiprofessionelle Teams etablieren zu wollen. Das würde nämlich deutlich mehr Stellen an den Schulen erfordern, aber auch ein Konzept, wie ein solches Team wirklich zielführend zusammenarbeiten kann. Weil es geht ja nicht nur darum, dass es dort Stellen gibt, sondern wie die auch wirklich im Team arbeiten können. Dazu kann man sich beispielsweise mal das Community School Team Programm aus Kanada anschauen, wenn man selber keine Ideen hat. Auch, dass jetzt die vorhandenen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in die Kollegien integriert werden sollen, wirft Fragen auf. Werden dann die Kolleginnen und Kollegen bestimmten Schulen zugewiesen oder werden sie an verschiedenen Kollegien integriert? Haben Sie denn mal mit denjenigen gesprochen, die in der Schulpsychologie arbeiten? Was sagen die denn dazu? Dann, wenn Sie das getan hätten, dann wüssten Sie nämlich vielleicht, dass es vor allem hinsichtlich des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte nicht irrelevant ist, dass die Beratungsgespräche jetzt in den Schulen und nicht an anonymen Orten geführt werden sollen. Von den räumlichen Voraussetzungen mal ganz abgesehen, ganz ehrlich, Beratungen mit Schulpsychologen im Klassenzimmer, das geht gar nicht. Aber was mich besonders geärgert hat, ist die Selbstbeweihräucherung beim Thema Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf. Dort loben Sie jetzt die Programme der Landesregierung, obwohl Sie genau jetzt eines der zentralen Programme im Bereich ohne Not auslaufen lassen. Die Berufseinstiegsbegleitung, ein Bundesprojekt, welches bis zum Ende dieses Schuljahres durch die EU kofinanziert wurde, wird in Hessen nicht mehr durchgeführt, weil die Landesregierung die Kofinanzierung nun nicht übernehmen will. Und das, obwohl seit 2012 klar war, dass dies ab diesem Jahr notwendig sein wird, um das Programm weiterzuführen. Das Besondere an dem Programm ist, dass es Schülerinnen und Schüler, deren Hauptschulabschluss gefährdet ist, bis in die Ausbildung hinein mit einer Bezugsperson begleitet und somit auf die persönliche Bindung und Langfristigkeit setzt, was für diese jungen Menschen sehr wichtig ist. 1.400 Jugendliche profitieren von der Berufseinstiegsbegleitung, und eine Weiterführung würde das Land nur 15 Millionen Euro im Jahr kosten. Aber Sie lassen jetzt die vielen Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter im Regen stehen. Auf eine konkrete Aussage des Kultusministeriums zu der Zukunft Ihres Arbeitsplatzes warten die Kolleginnen und Kollegen schon lange leider vergebens. Ich finde, das ist unredlich. Und sich dann wirklich auch noch hinzustellen, in einem Antrag sich zu so einem Thema dann auch noch zu loben, das ist mehr als dreist. Und zu guter Letzt, seit 40 Jahren wird in Hessen über Inklusion diskutiert. Und das Ergebnis sollen jetzt die bisherigen wenigen inklusiven Schulbündnisse sein. Wirklich weitere Initiative ist nicht zu erkennen. Wenn das alles ist, was Schwarz-Grün tun will, um die UN-Behindertenrechtskonvention im Schulbereich umzusetzen, dann ist das zumindest für grüne Politik ein Armutszeugnis. Man kann also festhalten, dass dieser Antrag nicht nur vollkommen überflüssig ist, sondern auch eine Zusammenfassung der ambitionslosen Schulpolitik von Schwarz-Grün darstellt, die wir nicht besser hätten darlegen können. Vielen Dank.